Guten Morgen, liebe Leute. Ja, ich bin noch da und ich werde ab und zu mal so ein Hobby-Video oder so jetzt hochladen, weil im Moment, wie gesagt, Teile technisch sieht es immer noch nicht besser aus bei uns. Ne? Und heute habe ich hier ein Rad bekommen, das kam gestern rein. Eine Kundin, die wollte mir das schenken. Da habe ich gesagt, warum denn? Ja, weil sie im Fahrradladen ihr gesagt haben, Tretlager sei defekt. Aber Tretlager ist überhaupt nichts. Und ehrlich gesagt, sie kam wegen dem platten Reifen. Man sagt, naja, Tretlager ist defekt, lohnt sich überhaupt? Nee, wird viel zu teuer. Also das wird über 100 Euro kosten, 120 oder so. Dann hat sie natürlich dann gemeint, oh nee, na denn, jetzt wollte mir das dann schenken, nicht sein. Ein Tretlager ist doch gar nichts. Also ist wirklich nichts. Also null Spiel und läuft noch recht sauber. Also kann ich meine Kette runternehmen, das habe ich gestern nicht gemacht, fällt mir ein. Kette runternehmen und durchdrehen. Keine Geräusche, bis auf die Kette, die ans Kettenblatt kommt. Also, ich diagnostiziere diesen Fahrradladen, der das da gesagt hat, diese Auskunft getätigt hat, diagnostiziere ich einfach mal Unlust. Das ist auch ein ganz großes Ding. Unlust darauf, solche Räder zu reparieren, weil es einfach nicht viel Geld bringt. Natürlich nur einen platten Reifen oder so. Und dann, naja. Anders kann ich mir nicht erklären. Ich habe der Frau abgeraten davon, das mir zu schenken. Erstens, weil ich voll bin mit Rädern. Zweitens, weil ja anscheinend großer Verlust für sie wäre, wenn sie mag das Rad sehr. Und hat sich schweren Herzens dazu entschlossen, es wegzugeben. Wenigstens wollte sie es noch in den Kreislauf geben. Sprich, ich sollte das schlachten und dann gucken, was damit ist. Und eventuell wieder aufbauen und jemand anders damit glücklich machen. Das mache ich jetzt nicht. Ich baue jetzt auf für sie und mache sie wieder damit glücklich. Da freut sie sich sicherlich sehr. Unsere Kleinste ist dem Kindersitz entwachsen, deswegen steht er hier. Der steht jetzt zur Disposition, den muss ich auch noch fotografieren und einstellen. Ansonsten hat sich ja eine Menge getan in letzter Zeit. Also wir sind nur ein bisschen im Umbruch hier. Wie gesagt, wir wissen noch nicht, wie es weitergeht hier mit dem Laden hoch und so. Das ist im Moment diese Allianz schwierig. Ja, weil bei uns hat sich ein bisschen was geändert. Und wir werden mal schauen, wie wir das hier alles weiter fortführen werden. Dementsprechend sind natürlich Videos auch dünn gesät gerade. Zumal ja es ja auch so ist, dass diese Fahrradvideos, die sind auch endlich. Also ich habe die Thematik gerade sehr oft erklärt. Mir wurde schon gesagt, ey Alter, wenn man irgendwie ein Video sucht zum Thema Fahrrad, du bist die ersten drei Anzeigen, bist du. Ja, was man einhebt. Das soll ja auch nicht sein, soll ja auch nicht, dass ich hier alle zuspamme, sozusagen. Wenn sie helfen, gerne, alles gut. Aber ich wollte nicht die Macht übernehmen im Thema Fahrrad. Im Netz. Ja, eine geile Nummer, ja. So, platter Reifen auf alle Fälle. Deswegen kam sie eigentlich an. Kette habe ich jetzt mal gefettet nebenbei. Ein bisschen. Habt ihr ja gesehen. Jetzt baue ich den alten Reifen aus. Und was war denn noch? Bremszug. So. Und die blaue. Da wird sie ganz happy sein, wenn es am Ende keine 120 Euro sind, sondern nur so knapp 40 vielleicht. Ja, wie gesagt, ich will mich auch nicht mit einfach nur irgendeinem Video melden oder so, deswegen habe ich jetzt gewartet, bis hier ein Auftrag da ist. Und wir machen hier im Laden einen Abverkauf.
Kein Ausverkauf, nein, ein Abverkauf. Das heißt, ich habe einen Zettel einfach gemacht, das ist einfach nur Werbung. Leute, kommt und guckt, was wir im Laden haben. Wir verkaufen jetzt alles, was hier so rumsteht. Oh, da ist das. Ha. Oh, da steckt ja einer drin. Schaut mal hier. Lange nicht mehr habt, so einen schönen repräsentativen. Na, lass bitte, was ich dir den überhaupt? Und der ist so klein. So klein, aber so scharf, könnte ich. Der hat's gemacht. Der hat's zerschnitten. Ah, da kamen sie jetzt alle schon an. Oh, hört auf. Geht ihr raus aus dem Laden, die Leute, die den Laden haben wollen und so. Ah, die eignet sich schon gut hier für so ein schönes Café oder so, ne? Hier unten. Aber oh, ich schwöre euch, das wollen die Nachbarn erst recht nicht. Dann doch lieber der Tommy. Wenn es sein muss, ne? Bevor wir hier so ein Café kriegen, dann soll halt der Müller da bleiben. Ja, ja. Na denn, Tour 28 mit Ö. Öl. Schlauch nehmen wir. Für mich ist das natürlich auch, solche Videos hier zu machen, nur hier drin. Das ist für mich natürlich auch so eine, ja, das ist halt doof. Ich fand es ja toll, auch das ganze Leben und das ganze Drumherum, auch mal irgendeine Person oder so mit bei zu haben. Jetzt ist diese ganze Corona-Nummer, blockt das natürlich alle total ab. Aber so ist es halt, da müssen wir durch, da müssen wir mitmachen. Geht ja alles nicht mehr lange. Ist ja immer nur ein Leben. Ein Leben lang. Es kann ja maximal lebenslänglich sein. Muss man sich mal sagen. Ja, die letzte Zeit bei uns war auch nicht sehr schön für uns. Da haben wir viel Ärger gehabt und schlechte Nachrichten und so. Und das ist auch immer, ob es direkt in der Verwandtschaft war jetzt. Oder auch in einer Bekanntschaft letzte Woche erst wieder. Das ist halt furchtbar, alles grausam. Und dann stellt man sich ja sowieso die Frage, da muss nicht mit Zwang, dass man mit Zwang irgendwas machen muss oder sich von irgendwelchen anderen Leuten beeinflussen sollte, lassen sollte. Das ist doch alles Quatsch. Mach dein eigenes Ding, mach das, was dir Spaß macht. Mach es so, wie du es willst. Fertig. Mach dein Ding. Mach dein Ding. Das ist alles. Nicht von irgendwelchen Leuten sich da irgendwie reinquatschen lassen, lenken lassen oder so. Oder auch irgendwelche Sachen ausreden lassen, wenn man irgendwas vorhat und man denkt, das kann klappen. Einfach machen. Scheißegal. Alle anderen wissen es eh immer besser. Als man selbst, aber die sind meist immer
weit weg und stecken nicht in der Situation. Das sind die, die dann eben zu Hause sitzen und von zu Hause aus sich das angucken und wahrscheinlich ganz unzufrieden sind sowieso mit sich selbst und dann Fehler bei anderen suchen. Das sind die dann sagen, ach, das kann ich ja viel besser. Warum macht er das denn so? Das macht man da so und bla bla bla. Lasst euch nicht von den Leuten beeinflussen, unterkriegen. Ihr habt nur ein Leben. Und da zieht man dann einfach mal durch, in dem einen Leben. Das ist so schnell vergänglich, das habe ich die letzten Wochen und den letzten Monat gesehen. Deswegen, macht das Beste draus. Ja, praktisch denken, selber schenken, sagt man immer. Oder? Wo ist die Luftpumpe? Aufs nächste Jahr. In diesem Jahr jetzt nichts zu feiern. So, haben wir nicht. Wahrscheinlich werde ich mich demnächst mehr auf Räumungen in solche Sachen spezialisieren. Wieder werde ich mir in die Richtung gehen und mehr so nebenbei und hobbymäßig, weil ich möchte ein bisschen mehr Zeit mit der Familie verbringen, mit den Kindern. Der Laden hier, da zehrt einen auf. Ich hoffe ja, dass mein Sohn Interesse daran hat, diesen Laden hier weiterzuführen, dass es hier weitergeht. Aber es ist kein Muss, müssen wir schauen. Ansonsten finden wir auch noch eine andere Lösung dafür. Bloß im ab Ende des Jahres kann ich nicht mehr so viel Zeit hier unten im Laden verbringen, wie ich bisher immer verbracht habe. 12 Stunden am Tag, das ist nicht mehr möglich. So Quatsch. Aber keine Angst, ich bin hier weg. Ich mache weiter ab und zu mal Videos und so eine Sachen. Vielleicht auch dann, wenn ich dann gefunden habe, wie gesagt, ein Thema, wie es weitergeht, dann mache ich auch wieder regelmäßiger Videos. Und dann schauen wir mal, ne? Ach so, ja. Ach ja, ach Mensch. Die hier, wa? Geil. Schon geil, so eine kleine Werkstatt zu haben hier, seine Videos so zu machen, ein bisschen ausleben, hobbymäßig. Aber in Zukunft werde ich wohl der Hausmann sein. So einfach sieht's aus. Wenn man so die nächsten Jahre schaut.
Privatier sozusagen. Oh, Privatier. Der feine Herr. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh la la, Frankreich, Frankreich. Perfekt, perfekt. Tada! So, jetzt ziehe ich den Zug hier ein, den Bremszug, den neuen. Ja? Und dann bin ich schon wieder fertig. Fertig für heute. Und ihr habt mir wieder mal über die Schulter geschaut bei einem kleinen. Bei einer kleinen Reparatur. Auch wenn es jetzt nicht mit viel Erklärung war, weil ich glaube, ich habe schon so oft den Schlauch gewechselt vor der Kamera. Und ich habe auch schon so oft einen Bremszug gewechselt vor der Kamera. Wenn er an der einen oder anderen Thematik, die sich hier im Laden halt ergibt, Interesse besteht, es nochmal näher zu sehen, dann kann man das ja gerne kundtun. Also tun. Aber ich denke, die meisten Sachen, die meisten Dinge wurden tatsächlich schon gezeigt. So, schauen wir mal. Schön. Das ist der Zug hier, war irgendein Zug. Der hier. Der kratzt. Schon der Steuersatz, aber nee, 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 es ist der Zug, der kratzt. Ja, der Schaltzug, der hat ja so dieser Draht, der sich da drin befindet, um die Hülle zu verstärken, der läuft längs zum Zug. Und diese ganzen Enden, die Enden sind halt, was weiß ich, wie viele Drähte sind da drin, und die umklammern sozusagen in der Mitte den Draht und die liegen blank. Und wenn die dann auf Metall steuern, wie hier, wenn man so ein bisschen dreht, und der Zug sich so ein bisschen windet, dann kratzt das halt. Und das ist das Geräusch hier gerade. Habe ich gedacht, hätte auch der Steuersatz sein können. Ist es aber nicht, weil... Da sieht man es. Da gehört von Hause aus eine Hülse hinein. Dann ist das ein bisschen gedämmt. Wurde hier wohl vergessen. Aber deswegen baue ich den jetzt nicht auseinander, aber ich glaube, die Dame ist erstmal froh mit dem. Und falls sie das dann noch behoben haben möchte, können wir das gerne tun. Aber es scheint ja auch noch zu funktionieren, so wie das ist. Deswegen erstmal kürzen. Haben wir. Jetzt noch eine kleine Quetschhülse. Ach, wir suchen nach wie vor eine große Wohnung, beziehungsweise ein großes Haus auch. Für ein Appel und ein Ei natürlich. Das sei auch mal dahin gesagt, das ist ja die nächste Problematik, die wir haben, weil das ist jetzt gerade ganz schlimm zu Corona geworden. Mit den Kindern zu Hause, nicht nur für uns natürlich, auch für viele andere, wir nicht gemerkt haben. Da wir jetzt auch noch so ein besonderes Kind haben, sagen wir mal. Wenn man nicht so gerne hört, nee, mein Eltern, ja, wie so ein besonderes Kind. Ja, ja.
Die braucht definitiv ihr eigenes Zimmer und da ist das im Moment ganz schlimm und ganz, das wird auch nicht besser. Und der Pubertät wird es ja wohl noch mal ein bisschen krasser, alles und auch so. Und dann braucht auch ihr eigenes Zimmer jetzt für sich mal. Und wir bräuchten vielleicht auch mal ein Schlafzimmer wenigstens oder so. Also wer da was weiß, uns helfen kann, irgendwie unterstützen kann, darf sich auch gerne melden. Darf auch in Brandenburg sein oder was weiß ich, ein Haus sozusagen oder so, was irgendwie günstig zu erwerben ist, irgendwie, dass man das mit dem Kredit irgendwie hinkriegt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Brandenburg oder so, ziehen wir halt aufs Land, ist auch egal. Ja, also nichts geht über das Wohl der Kinder, deswegen, und das hier im Moment ist leider nicht mehr tragbar für uns. Da tut mir auch sehr leid hier. Aber sehr schön, die Kette läuft, die Tretlager ist okay, die Bremse ja, läuft. Ne? Also vorne läuft, Luft ist drauf. Was soll ich sagen? Fertig. Fertig ist der Lack. Na dann Prost. Wo ist mein Tee? Hier. Prost Tee. Auf die Zukunft. Gut, damit verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mal gucken, wann der nächste Auftrag kommt. Im Moment ist es tatsächlich so, ich kriege jetzt hier das. Gestern hatte ich einen platten Reifen zu wechseln. Also nur Vorderradreifen. Das habe ich dann in 5 Minuten ja gemacht. Also das habe ich jetzt nicht extra gefilmt. Und zu dem Fahrrad gab es ja die kleine Vorgeschichte mit erstmal, nee, schmeiß den Schrott, so nach dem Motto, lohnt sich nicht. Und ich denke mal, die wird ganz happy sein, die Dame, wenn sie das abholt. Wenn irgendwie was wieder Interessantes kommt, dann schalte ich ein. Ja? Und wenn sich bei uns letztlich irgendwas ergibt, schalte ich auch wieder ein. Also, bis dahin, ihr seid nicht vergessen, ich mache weiter. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy.